Theresa Stadlober hat im Skilanglauf heuer schon einiges vorgelegt. Das harte Training hat sich durchaus bezahlt gemacht. Die 24-Jährige knüpft an die Erfolge von letztem Jahr an und zeigt sich zufrieden. Also ich war jetzt bei 4 Distanzrennen unter die Top 6, also dass ich so gut in die neue Saison starte, hätte ich mir jetzt selber nicht gedacht. Und ja, freut mich, dass es schon so gut gelaufen ist. Und in der Gangart soll es demnächst dann auch weitergehen. Das nächste große Ziel lautet nämlich... Das ist die Tour de Ski. Und da möchte ich schon schauen, dass es vielleicht einmal sogar aufs Podium geht. Schauen wir mal. Und bis dahin heißt es trainieren, trainieren und nochmal trainieren. Ehrgeizig dreht die Radstädterin ihre Runden im Trainingszentrum in der Ramsau. Der Fokus liegt momentan natürlich klar auf den Weltcup-Bewerben. Aber auch Olympia in Pyeongchang hat Stadlober im Hinterkopf. Dem Konflikt mit Nordkorea ist sie sich bewusst. Aber gibt es in diesem Zusammenhang vielleicht auch ein mulmiges Gefühl und vielleicht sogar Bedenken? Es ist schon immer im Kopf drinnen, aber dadurch, dass Olympia jetzt doch noch ein Stückchen weg ist, habe ich mich jetzt eben mehr auf die Rennen konzentriert, eben auf den Weltcup. Und ich werde das trotzdem weiterhin verfolgen, wie es dann ist. Und man muss dann schauen, wie es dann kurz bevor es losgeht, schauen, wie es dann unten abläuft und ob die Sicherheit einfach gegeben ist. Und dann werde ich entscheiden, ob ich dann schlussendlich hinfahre oder eben doch vielleicht auch nicht. Und wenn Olympia dann tatsächlich vor der Tür steht, dann gibt es für die Langläuferin natürlich auch hier ein großes Ziel. Ja, das Ziel. Also ich war ja letztes Jahr bei der WM, eben beim Großereignis, bin ich Sechste geworden. Und da habe ich mir immer gedacht, ja, wenn das bei Olympia gelingt, dann wäre es natürlich super. Am Ehrgeiz soll es Stadlober nicht scheitern und mit dem geht sich vielleicht auch eine rot-weiß-rote Medaille aus.